alle zusammen. Heute sind wir bei unserer zweiten digitalen Sportstunde. Wir starten direkt mit dem Aufwärmen. Dafür braucht ihr ein Handtuch. Das Handtuch könnt ihr euch schon mal auf den Boden legen. Und legt das zusammen, sodass ihr eine Linie habt. Als allererstes fangen wir damit an, auf der Stelle zu tippeln. Und zwar 30 Sekunden. Okay, als nächstes machen wir was, was ihr schon aus der letzten Woche kennt, und zwar Hampelmänner. Oben zusammen, unten auseinander und dann wieder alles zusammen. Davon machen wir jetzt 10 Stück. Okay, als nächstes tippeln wir auf der Stelle und kreisen dabei die Arme. Das 30 Sekunden. Jetzt mit kleinen Sprüngen anfangen. Wir springen immer vor das Handtuch, versuchen so leise wie möglich zu landen und springen nach hinten. Davon machen wir 10 Stück. So, das Handtuch könnt ihr jetzt beiseite werfen. Für die nächste Übung braucht ihr einen Tennisball. Wir stellen uns jetzt gerade hin, werfen den Tennisball hoch, klatschen einmal und fangen mit der anderen Hand. Ich mache das nochmal vor. Und das ist einfach ausprobieren. Wir machen jetzt noch 10 Stück. So, jetzt machen wir eine Übung, die ein bisschen komplizierter ist. Dafür nehmen wir den Ball hinter den Rücken und versuchen den nach vorne über unsere Schulter drüber zu werfen. Das sieht dann so aus. Wenn der Ball mal hinfällt, ist gar nicht schlimm, dann einfach wiederholen. Davon machen wir jetzt auch 10 Stück. Müssen wir an die Wand gehen. Wir werfen den Ball gegen die Wand und fangen ihn mit der anderen Hand auf. Wenn ihr das schon gut könnt, geht ruhig einen Schritt weiter nach hinten. Das machen wir jetzt noch 10 Mal. Ihr könnt fürs Erste auch versuchen, den zu dribbeln
und immer wieder aufzufangen. Wenn das dann gut klappt, werdet ihr ein bisschen schneller. So, dann wechselt ihr auch mal die Seite und macht das mit der linken Hand. Lehnt ihr euch ein bisschen nach hinten. Wer das sehr gut kann, kann die Beine auch nach oben nehmen. Ihr nehmt euren Tennisball und nehmt ihn immer nach links und nach rechts hin und her. Das machen wir 20 Mal. Ich zähle laut mit und dann starten wir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Für die nächste Übung bleibt ihr in dieser Position und rollt den Ball von rechts nach links hin und zurück unter euren Beinen. Wer es hier kann, wieder Beine hoch. Noch 10 Stück. Beine hoch und die Arme auf und rollt den Ball wieder von rechts nach links und das halten. Jetzt machen wir noch 20 Mal. So, damit sind wir auch für heute fertig. In der nächsten Stunde begrüßt euch dann der Leo. Bis zum nächsten Mal, bleibt gesund und fit.